Live auf dem Kelmiser Weihnachtsmarkt, meine Damen und Herren. Sie sehen schon die wunderbaren Honigsachen, die hier angeboten werden. Aber wir sind hier an einem ganz, ganz tollen Stand. Einmal bei Jürgen und Carmen und die haben den Stand zusammen. Jürgen, erzähl mal, was gibt's hier? Wir haben einmal Honig, da bist du Experte. Ja, bei mir ist jetzt Honig. Ich habe Honigwein, das heißt auch Met. Dann Propolis ist für die Gesundheit. Für Kosmetik habe ich Handcreme, Seifen und noch eine... Ja, nebenbei noch Kerzengießen, da mache ich auch sehr viel dort. Kerzengießen, das hört sich schwierig an. Ist nicht ganz einfach, weil es Bienenwachs ist, reiner Bienenwachs und den kann man nicht bei x-beliebiger Temperatur gießen. Da muss man schon warm halten, den Wachs. Also wie muss ich mich das vorstellen? Man bekommt so ein Wachs oder was, also schüttet das irgendwo in ein Glas und dann kommt so eine Mesh drin? Den Wachs, den hole ich bei mir aus meinen Bienenbeuten raus. Da werden die alten Waben werden eingeschmolzen. Dann muss der Wachs geklärt werden, also gereinigt werden. Das wird 2-3 Mal gemacht, den Wachs reinigen. Und dann gieße ich dazu Blöcke. Und die Blöcke muss ich nachher wieder auflösen. Und den habe ich bei mir ständig aufgelöst, den Wachs. Damit kann ich den Wachs dann jederzeit Kerzen gießen. Nun ist ja Honig für alles Mögliche gut. Du hast auch die gewisse Rezepte, wo du sagst, hier, das lindert den Schmerz. Honig ist für Allergiker, da kann man sich mit sensibilisieren. Und für Schmerz, sage ich mal, Zahnschmerzen ist der Propolis gut. Das ist, den kann man sich auf einen Ohrenstäbchen drauf tun und dann auf den Zahn drauf. Da ist der Schmerz weg. Für Erkältungen ist er gut, für Kratzen im Hals, kann man auf offene Wunden tun, Propolis ist ein aller Heilmittel. Also neben Therapie bist du noch ein bisschen Therapeut, also neben dem allem, was du hier verkaufst. Ja, also Therapeut, kann ich machen, es gibt auch eine Apitherapie, dann nennt man das eine Sensibilisierungstherapie, dann lässt man sich von Bienen stechen, das mache ich jetzt selber nicht. Ich werde auch von Bienen gestochen, das ist klar, aber das ist normal bei einem Imker. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt die Therapien, es gibt auch die Geruch. Man kann Beutengeruch, kann man auch eine Therapie mitmachen, das ist auch für Asthmatiker gut. Das ist, also Bienenhaltung ist sehr vielfältig. Nun haben wir einen Stand, der ein bisschen doppelbelegt ist. Wir haben die Kerzen eben gesehen. Es gibt hier Bienen, es gibt Honig und es gibt auch Bilder im Hintergrund. Dafür ist die Carmen zuständig. Carmen, das ist deine Leidenschaft. Ja, Therapie auch. So wie der Jürgen den Honig hat, so habe ich den Pinsel. Und ich male einfach, weil aus Freude. Und das, was mir gerade in den Kopf kommt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte mal gerne ein Porträt von diesem und jenes, würdest du das machen? Ich habe eben ein Hundeporträt angenommen, ja. Aber ich mache eigentlich lieber so frei. Einfach nach Freude. Das heißt, für so ein Bild zu malen, da braucht man erst schon mal eine Idee. Und wie lange dauert das, bis so ein Bild hergestellt ist? Oh, es gibt Bilder, die stehen manchmal ein Jahr unfertig rum, weil ich nicht zufrieden bin. Erst wenn sie zufrieden sind, dann gehen sie raus aus meinem Zimmer. Und ich fange an, ich habe eine Grundidee, die ich mir vorskizziere und dann lege ich los. Und ich kann natürlich nicht durchmalen, die Farben müssen trocknen, es spielt der Zeitfaktor da. Weil meistens ist es natürlich nach der Arbeit, wo man sich denkt, so jetzt was zur Entspannung. Nicht aufs Sofa, sondern an die Staffelei. Und das macht Spaß. Das heißt, Fernsehen für dich ist tabu? Nee, überhaupt nicht. Der kann auch dazwischen laufen, ist vollkommen egal. Nein, ist nicht tabu. Aber schöner ist malen. Malen und schreiben. Schreiben, das heißt, du schreibst auch Bücher? Nicht Bücher, sondern Kurzgeschichten. Aber ich weiß nicht, ich bin bei Wort in den Tag. Und das macht mir auch total viel Freude, ne? Menschen morgens zu wecken mit freundlichen Texten. Jetzt haben wir die Bilder hier hängen, die werden ja wahrscheinlich nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Wo bietest du die Bilder an? Gibt es irgendwo Vernissagen? Ich beteilige mich manchmal an Ausstellungen, aber mittlerweile nur noch selten. Mittlerweile mache ich das wirklich nur noch just for fun. Und der Weihnachtsmarkt ist immer eine schöne Gelegenheit. Ich nehme mir auch immer einen Tag vorher und nachher frei, um vorher fit zu sein. Und nachher wieder fit zu werden für die Arbeit, weil unser Wetter ist natürlich, wenn auch nicht Schnee, schön kühl. Und es macht einfach Freude. Ich arbeite momentan hauptsächlich für den Weihnachtsmarkt
Und angefangen hat das schon vor zig Jahren. Früher habe ich Tonarbeiten gemacht und heute male ich. Und ich hoffe natürlich zu verkaufen, einmal um die Standmiete reinzukriegen. Und zum anderen ist es auch ein Zeichen des Erfolgs. Es ist schön, wenn anderen Leuten das gefällt, was man selber macht. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen kleinen Auftrag, weil das Hundebild so gut angekommen ist. Und ich habe der Dame auch gesagt, ich mache das gerne. Aber es wird eine Interpretation ihres Hundes sein, kein Foto. Und sie freut sich drauf. Und es macht Spaß. Doch, doch, doch. Ich würde mir jedes Bild zu Hause aufhängen. Übrigens, das tue ich auch während des Jahres. Ich wechsle immer wieder die Bilder aus, weil sie mir eben selber gefallen. Kann man schon von Prognosen sprechen? Wir haben jetzt den Weihnachtsmarkt auf das Kuhlgelände. Der erste Tag ist fast vorbei. Gibt es Prognosen, wo man sagen kann, oh, es hat sich gelohnt heute? Also die Prognose ist eigentlich so, dass der Jürgen mit seinem Honig wie immer ein Renner war und noch immer ist. Weil die Leute kommen teilweise speziell für den Jürgen, weil sie wissen, dass er hier ist. Und sie wissen aber auch, dass ich dabei bin. Und dementsprechend kommen auch Leute, sich die Bilder anschauen. Und erzählen mir dann manchmal auch, dass sie das Bild von, okay, nicht letztes Jahr, sondern von vor 2 Jahren denn, dass das da und da hängt und dass es ihnen immer noch Freude bereitet. Oder eben Leute, die kommen und sagen, wir hätten gern für Weihnachten ein Bild. Ja? Und mal gefällt's nicht. Ich habe auch mit einer Geschäftsfrau jetzt einen Termin. Die wollte auch eventuell das ein oder andere Bild übernehmen dann. Das macht Freude. Das ist eine Anerkennung, ist wie Applaus für Künstler. Das ist schön. Das ist einfach schön. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte für Heiligabend noch irgendwo so ein Bild, so eine Kreation, kriegst du das noch hin oder ist das jetzt zu kurzfristig? Das hängt vom Bild ab, aber ich würde sagen, das mache ich nicht, weil, wie gesagt, das Malen ist Entspannung, das Malen muss Freude machen. Und wenn es unter Druck passiert, dann kann es auch daneben gehen. Es kann funktionieren. Es kann sein, dass ich mich heute Abend zu Hause an die Staffelei setze, weil mir eine Idee kommt und bin dann morgen hier ganz wibbelig, weil ich wieder nach Hause will, um das fertig zu machen. Aber ich könnte es nicht hier machen, weil es zu kalt ist. Das würden die Farben nicht mitmachen. Ne? Aber es ist Lust und Laune. Also das Malen ist so eine kleine Droge praktisch. Psst, aber ja. Dann Dankeschön fürs nette Gespräch und vor allem viel, viel Erfolg morgen beim letzten Tag des Weihnachtsmarktes. Morgen, Jürgen, was denkst du nicht für morgen? Viele Besucher, dass dein Honig komplett weg ist, dass du ausverkauft bist morgen Abend? Ich hoffe, das wäre schön, aber ich sage immer zufriedene Kunden sind mein Lohn. Das ist für mich das Wichtigste, was es gibt, das ist ein zufriedener Kunde. Ein zufriedener Weihnachtsbesucher, das ist das Schönste, was es gibt für einen Aussteller. Also wenn ihr Lust habt, Laune habt, dann kommt einfach zum Weihnachtsmarkt morgen am Sonntag. Da gibt es hier noch Honig, es gibt Bilder, es gibt alles und zwar im Stand von Carmen und von Jürgen. Ich wünsche alle Hörer von Radio Sonnenschein frohe Weihnachten.